für alle, die gerade durch harte Zeiten gehen. Für alle, die gerade kämpfen, ihren Kopf über Wasser zu halten. Du denkst dir, womit du das gerade verdient hast. Du fragst dich, was gerade mit dir passiert und warum es gerade dir passieren muss. Das Leben ist 10%, was dir gerade passiert und 90%, was du daraus machst. Alles, was du da draußen siehst, was schön ist, hat einmal harte Arbeit gekostet. Alles, was du da draußen siehst, ist aus einem kleinen Samen gewachsen, der aus dem Dreck herausgewachsen ist. Alles, was du also da draußen siehst, hat Dreck an sich. Niemand startet perfekt und niemand ist perfekt. Also warum solltest du es sein? Und das ist in Ordnung. Alles, was ich von dir will, ist, dass du jeden Tag aufstehst und dich deinen Challenges stellst. Dass du jeden Tag dein Bestes gibst und den Scheiß hinter dir lassen kannst. Dass du jeden Tag 100% rausholst. Und selbst wenn du einen schlechten Tag hast, holst du halt die 100% raus, die noch in dir stecken. Alles, was du hinter dir hast, alles, was noch kommen wird, macht dich am Ende nur stärker. Doch nur, wenn du dich dazu entscheidest, dich nicht hilflos deiner Situation hinzugeben, sondern das Beste daraus zu machen. Wir alle kennen die Tage, an denen es scheint, dass alles und jeder gegen uns ist. Die Zeit, wo es scheint, als wäre die Vergangenheit immer besser und schöner gewesen. Doch so ist es nicht. Die Gegenwart ist die Zukunft. Die Gegenwart und die Zukunft ist das, was du daraus machst. Was du heute tust, entscheidet, was morgen und in der Zukunft passiert. Also steh jetzt auf. Übernimm die Verantwortung und leg los. Kopf hoch, entdecke deine innere Kraft. Und das Allerwichtigste: dein Vertrauen in dich selbst.